Willkommen zurück. Ich bin's, der Flippo, und das ist Susi 3D Aerosoft Edition. Heute mit dem D-Zug von Frankfurt oder nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Da sieht man es auch, dem D-Zug 452. Das Ganze mit einer Baureihe 110. Das grüne Signal zeigt anscheinend das Ding da, dass wir fahren können. Das würde ich auch gleich mal machen. Muss ich mal gucken. Jetzt haben das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Jetzt muss ich bestimmt auch andere Bremsen nutzen dafür. Na, mal gucken, wie das sich noch hier wie das wird. Das Ganze spielt jetzt im Jahre 1987, glaube, also halt noch vor dem Mauerfall. Können wir raus, das ist gut. Kein Magnet erleuchtet, also volle Kanne voraus. Wir starten in Kassel und fahren durch bis nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Über Mönchhof, Grebenstein, Hümme mit dem ersten Halt in Warburg. Entschuldigung. Es ist sogar auch, sehe ich hier gerade, der allerletzte Halt in Altenbeken, denn nach Mönchengladbach kommen wir auch nicht. 347, genau. Dürfen wir ein bisschen aufdrehen, jetzt dürfen wir schon 343, genau, 100 fahren. 143, genau. Und die ganze Fahrt dauert fast eine Stunde. .0. Ich glaube, es geht rückwärts, ne? Müsste eigentlich, weil hier 324 steht. Guten Abend. Mal gucken. 340, das haut doch nicht hin. Ah doch, jetzt.
glaube, hier wird nicht viel passieren, außer es war wirklich von A nach B fahren. Ich drücke den Siefer runter und trotzdem leuchtet die Lampe immer auf. Ups, falsche Taste. Oh, unser Gegenzug, oder? Nee. Moin. Das müssen wir runterschrauben. Oh. 70. Das steht nicht im Plan. Vielleicht wieder ein bisschen Schwung holen. Da stand aber 100. Das ist die komische Sache. Uiuiui. Steht auch nicht drin hier. Irgendwas von, keine Ahnung, 770 km/h. Wo würde ich jetzt nochmal aufdrehen? Da stand, glaube ich, auch bei E Ende der Prüfstelle oder so heißt das. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall können wir schon längst wieder auf 100 hoch. ...332, ja, müssen es irgendwo hier sein. Zwischen Mönchehof und Immershausen. Immenhausen, Entschuldigung. Geht hier gerade ein bisschen steil runter?
Müssten auch bald bei 90 vorbeikommen. Ein bisschen ausrollen, ein bisschen bremsen, ein bisschen Motorleistung hoch sparen. ...330... Kommt gleich Immenhausen. Ich weiß nicht wieso, aber wir wurden mit Verspätung aufgegleist. Ich weiß nicht warum. Genau. Immenhausen. Kleine freundliche Hupe, dass wir hier durchfahren wollen. Die alten Formsignale. Herrlich. Kommt dann eine 204? Huch. Moin. Ansonsten kann man hier eigentlich nur die Fahrt genießen. Jetzt kommt die Stelle. Bisschen mit dem Abhang noch spielen. Stand. Ja, Tatsache, langsam Fahrt. Ist aber ganz schön außerplanmäßig. Müssen wir hier halten oder ist das nur, weil jetzt irgendwas passiert? Das ist jetzt hier gehen Gremstein oder irgendwie so, genau. ...120 angeblich. Gremstein, ah, perfekt.
Dann war das linke Gleis wohl, keine Ahnung, gerade frei oder so. Riesig, nee. Warum wir ausgerechnet darüber mussten. Ja, das ist mir gerade ein bisschen fremd. Aber 120. Jetzt kommen wir richtig in Fahrt hier. Vielleicht dürfen wir sogar 140, ui. Laut Ebola dürfen wir jetzt. Wenn die Strecke sagt, ich darf 140, dann fahren wir auch 140. Nur sehe ich jetzt eigentlich kein Problem drin. Oh. Da war von Gelb auf Grün. Mhm, ziemlich mehr. Jetzt ist es dauerhaft grün, dann ist bestimmt noch einer vor uns. Für einen Moment dachte ich, wir hätten Rot. Hätte ich aber für nicht garantieren können. Hey. Cool. Gleich kommt eine 100er Stelle. Muss es hier auch ausgeschildert sein. 90 oder 80 und dann 120. Ah ja. Stelle ich mich schon ein bisschen anstrengend vor, mit so einem Rad hier zu fahren. Mit so einem Fahrstufenschalter hier. Ach, hier der Bahnübergang. Fahrstelle oder 80? 80.
dürfen wir bald 120 fahren, aber das dauert noch eine Weile. Ansonsten, wie man gerade merkt, kann man das einfach nur genießen. Oh. Oh, okay. Der steht nicht auf unserem Gleis. Moin. Ich hatte kurz Hosenflattern gehabt. Sah so aus, als ob er auf unserem Gleis stünde. Ja, dann hätten wir ein richtiges UNO-Problem maximal gehabt, aber Jan Zewaldi. Gleich müsste wieder die Schnellfahrstelle kommen mit 120 km/h. Signal ist grün, da kommt gleich noch ein Zug. Da ist er. Eine 218 war. Tatsache. Wir sind aber auch schon eine ganz schöne Weile unterwegs, wa? Müssen wir ja bald an unserem ersten Halt sein. Aber wenn ich mir den Fahrplan mal so ankicke, dann denke ich mir so, nee. Haben wir noch eine Weile. Gerade wenn wir nur mit 120 fahren können, dann, ja. Gehen wir mal Stopp. Oh, wir nähern uns einen Haltepunkt, aber da müssen wir nicht anhalten. Steht nicht in unserem Fahrplan. Da, da ist er. Noch einmal. Man muss hier so viel pfeifen. Dauert wirklich eine ganz schöne Weile. Aber so sehen wir ein bisschen was von der Landschaft. Da war mal wohl ein Bahnhof. Da sind wir gerade. Cool. So wie wir gerade fahren, fahren wir echt gut. Stufenschalter kann ein bisschen zurück. Da kommt was. Ach, 120, okay. Müssen wir nicht quittieren. Hey, noch ein Gegenzug. Moin. Oh. Gleich müssen wir den Zugabfertiger anrufen. Oder? Irgendwie so. Also auf jeden Fall müssen wir gleich jemanden anrufen. Denn ich sehe schon auf dem Ebola.
Wir haben bald unseren ersten Halt. Juhu. Irgendwie kann ich es mir jetzt noch mehr vorstellen, TF zu werden. Wenn ich, wenn man schon so das irgendwie so hier, aber dann im Personenabverkehr. Fernverkehr vielleicht nicht wegen LCB, ja, Ansonsten könnte ich es mir richtig gut vorstellen hier. So, jetzt kommt Liebe Rau oder so. Kommt gleich Liebe Rau, dann kommt nochmal ein Bahnhof und dann kommt Warburg. Fahrstufenschalter zurück. Ein bisschen in die Bremse. Es geht ganz schön weit runter hier. Und steil. Ansonsten echt chillige Fahrt eigentlich. Alles läuft wie am Schnürchen, wir kommen gut durch. Da denke ich mal, gibt es keine Probleme hier erstmal. Ausmord ist auch ein bisschen im Hintergrund so, dass mal etwas passiert, aber nicht ständig irgendwas. Mal kicken. Ist das ein alter Bahnhof? Nee. Und der ist gerade ein bisschen durcheinander. Da stand gerade ein anderer Bahnhof. Oder die haben den umbenannt. Weiß ich jetzt nicht. Kenne ich mit dieser Strecke nicht aus. Aber von Frankfurt oder nach Mönchengladbach, das geht. Bis auf jeden Fall an Berliner Ostkreuz hatte ich mal einen Zug am Bahnsteig dran gehabt. Da stand dann Stuttgart dran, ne? Aber in Richtung Hamburg irgendwie, komischerweise. Hier kommt auch nochmal ein Haltepunkt, aber der ist nicht für uns relevant. So, 296 ungefähr. Müssen wir mal gucken. Hier ist 99, ein paar Kilometer haben wir noch. 296, genau. Halten wir nicht an, wir halten erst in Warburg. Ah, ist das herrlich. Einfach schön. Kannst du schön zugucken, kannst du fahren. Ich denke mal, das ganze Wissen von Zusi kann man dann auch in TS und TSW rüber packen. Zwar ist dann, nicht alles vorhanden, was hier vorhanden ist, aber so der große Teil. Hektotafeln weiß ich jetzt nicht, ob da auch in TSW welche sind, in TS bestimmt. Muss mal gucken, hier ist gleich. Können wir schon mal ein bisschen runter. Kommt gleich unser erster Halt. Auf 200. Hier ist 97. 92, ne, steht da. Jetzt. Ich habe schon gedacht, der Zug, der hat eine Macke. So, 293. Müsste eigentlich bald mal kommen.
295. Naja, wir bremsen ja sowieso gerade hier ab. 2 Kilometer noch. Oder? Ja, so ungefähr. Müssen wir bestimmt anrufen wegen Bahnübergang. So, Ladies and Gentlemen, wir erreichen jetzt Warburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. War doch ein bisschen nett gemeint. Warburg, Westfalen. Ah. Ja, doch, geht fit. Geht's gleich mit Elan weiter. Da ist nur simuliert. Hoppala. Müsste auf jeden Fall mal bald auf Klo. Ah, okay. Fahrdienstleiter hat gesagt, das ist in Ordnung. Wir können weiter. Na. Jetzt. Eine Stunde Verspätung. Boah. Ich weiß nicht, warum wir dann mit Verspätung aufgegleist wurden, aber. Naja. Jetzt sind wir komischerweise von 292 auf 100 noch was runter. Merkwürdig, aber okay. Dürfte eigentlich gar nicht mehr so weit sein, würde ich erstmal behaupten. Aber ja, ein bisschen haben wir noch. 147, genau.
Gleich kommen wieder 120. Alles, was wir schnell fahren können oder schneller, ist gern angesehen. Bisschen Tempo hier. ...146,4. Bisschen können wir noch. Da hinten sehe ich was Gelbes. Das gefällt mir nicht. Gegenzug oder wie? Da ein Zug vor uns. Ja, dann haben wir jetzt einen unplanmäßigen Halt am roten Signal. Rot und Weiß, wir dürfen vorbei, bestimmt mit Befehl 40. So. So, Befehl 40, Magnet ist auch weg. Befehl 40 und Magnet. Dann machen wir einmal wachsam und einmal frei. Jetzt können wir wieder durchstarten. Aber warum rot und mit dem Zusatzsignal, das kann ich nicht sagen. Gab es bestimmt eine Störung oder so. 143, okay. Drehen wir hier noch ein bisschen auf, dass wir wieder in Schwung kommen hier. Na ja, dann haben wir halt eine monstermäßige Verspätung.
Ich sehe aber noch kein Ende. Also ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da sind. Gerade mal bei 141, denke mal, da kommt noch eine 110 Fahrstelle weiter hinten, aber das ist dann auch vollkommen egal. Hauptsache, wir können schnell fahren. So gut wie. Weil dann ist mir das am liebsten, wenn wir ein bisschen Tempo haben hier auf der Strecke. Jetzt kommt gleich nochmal ein Bahnhof. Nach langer Zeit mal wieder. Bonsenburg, ne? Wenn ich das jetzt hier richtig lese, Bonsenburg, irgendwie so. Müssen wir aber auch nicht halten, da müssen wir nur dran vorbei. Was auch cool wäre, wenn sie hier einen Signalrückfall auch simulieren. Ich denke mal, das machen sie auch. Wenn ein Fahrzeichen Signal auf einmal AP0 anzeigt, also halt. Da bist du echt aufgeschmissen. Du fährst, du siehst hier grün und auf einmal zack, rot. Du fährst volle Kanne drüber. Kannst du nicht dafür, wenn es auf einmal zurückstellt auf HP0. Jetzt kommt auch gleich Bonenburg oder Bonsenburg, ich denke mal, das heißt Bonenburg. Aber da steht immer noch nicht unser Zielbahnhof, und zwar Mönchengladbach, glaube ich. Nee, Altbeken oder Altenbeken oder irgendwie so. Also ist noch ein bisschen Fahrt. Wir können noch einmal ein bisschen hupen. Dann hört man uns noch in der weiten, entfernten Welt. Ja, hoch. Das war schon. Okay. Irgendwo da war der Bahnsteig oder Bahnhof oder das Dorf ohne Bahnsteig oder Bahnhof. Und oder. 136. Okay. Da haben wir aber doch schon ordentlich Strecke gemacht hier. Und wir sind immer noch auf einem 120er. Ansonsten gefällt mir das. Also hier kannst du wirklich auch Spielstunden sammeln, hier kannst du lernen. Auch wenn sie Aerosoft in Klammern Hobby Edition ist, na, hast du ja alles mit dabei, wie bei der kommerziellen Edition. Bei der kommerziellen Edition, da gibt es ja noch mehr, was man machen kann. Da kann der Ausbilder dann zum Beispiel Dinge in Realzeit passieren lassen, die es dann hier zum Beispiel nicht gibt, weil es halt hier keinen Ausbilder gibt. Da ist ein Bahnsteig. Der kann dann auch zum Beispiel das, was ich meinte, auch dann ein P0 zurückfallendes Signal auch simulieren und alles. Weil jetzt hier macht es ja der Rechner, oder eher gesagt, das Spiel selber berechnet Vorfälle vor, Zufallsereignisse, und du musst dich dann danach orientieren. Blöde und dann handeln. Also wenn dann auf einmal, ne, die Fahrstrecke dann sich ändert oder so, oder
ne, irgendwas Unvorhersehbares passiert, wie zum Beispiel das rote Signal mit Zusatzsignal 1, wo wir dann trotzdem nur mit 20 km/h oder so überfahren dürfen, aber halt mit Befehl 40. Denke ich jetzt mal, ist es so geregelt mit Befehl 40, weil dann sonst der 2000-Magnet anspringen würde. So denke ich jetzt mal. Bei mir ist es schon mal passiert, dass ich es nicht quittiert habe. Oder eher gesagt mit frei oder wachsam quittiert habe. Und dann gab es die Zwangsbremsung. Und jetzt habe ich ja mit Befehl 40 gedrückt. Das quittiert. Und siehst du, wir konnten fahren. Und das ist alles Realstrecke, ne? Jeder Meter ist genau Fahrstrecke. Also man ist schon eine ganze Weile unterwegs, auf jeden Fall. 130, jo. Da kommt eine Geschwindigkeitsveränderung. 111, wa? Ach, 110, meine Güte. Müssen wir nicht so viel abbremsen, denn wir waren schon ungefähr bei 113. Ah, hier kommt ein Bahnhof. Keiner auf dem Bahnsteig, müssen wir nicht hupen. Da, 111. Ach. 110. Es kommen irgendwie noch gefühlt ganz viele Bahnhöfe, bis überhaupt mal unser auch kommt. Weil ich sehe irgendwie noch kein Ende an der Strecke hier. Jetzt gibt es nochmal eine Geschwindigkeitsveränderung. Das meinte ich, sowas zum Beispiel. Das sind Dinge, die hier im Ebola nicht eingetragen sind, dass man auf einmal 70 fahren muss. Sowas meinte ich. Sowas Unvorhersehbares. Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen... Weil da ist auch ein Magnet. Ein PCB-Magnet, also wenn ich jetzt einfach hier mit 110 weiterfahren würde, dann knallt mir hier die 1000er-Magnet rein. Warum hier wieder 70 war, keine Ahnung. Ich beschleunige jetzt einfach auf 110 wieder und dann ist gut. Warum auch immer 70, aber... Man muss das halt machen, ne? Ansonsten knallt dir der Magnet rein. Ach hier. Hier ist Ende. Ah. Okay. Ab hier hätten wir erst wieder 110 fahren dürfen. Na gut. Aber wir haben es gemacht. Wir sind auf 70 runter. Da war es gerade wieder. Eieiei.
würde ja mal gerne mein Handy aufladen, aber geht ja nie. Bin da mitten am Fahren. Muss auch auf Toilette, aber ist ein bisschen schwierig. Ich steuere ja einen tonnenschweren Zug. Aber einen ganz schön tonnenschweren. Und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Aber so macht das richtig Spaß. Also ich denke mal, vom Realismus her und vom Prinzip und so gibt es eigentlich gar keinen Simulator richtig, der sich da, darauf spezialisiert. Wirklich so richtig bis zum kleinsten Detail reinzugehen und alles. Was ist denn davon jetzt schon wieder? Ist das unser Signal? Nee, ist nicht unser. Wollte gerade abbremsen. Ganz ehrlich, kriege ich auch Toralarmmeldungen. Ist irgendwie wieder Fußball, egal, gar nicht mitbekommen. Bisschen abbremsen wieder mit der Beschleunigung. Oh. Ich weiß auch nicht so richtig, was man jetzt so erzählen soll. Ich will einfach, dass man das genießen kann jetzt hier. Ne? Dieses Ambiente, dieses Professionelle, einfach dieses Zugfahren, andere Strecken kennenlernen, die man in nicht mal anderen Simulatoren nicht kennt. Und guck mal da unten. Altenbeken. Endstation bei 112. Bei Kilometer 112 ist Ende. Also gute 8 Kilometer noch. Dann ist finito. Dann ist Ende. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann sind wir von Frankfurt oder nach Mönchengladbach gefahren. Nee, von Kassel nach Altenbeken. Dann sind wir auch in der 120er Stelle. Steht zwar noch 110, aber dürfen wohl 120 fahren laut Ebula. Normalerweise müssten ja eigentlich kleine Tafeln hier irgendwo sein, die uns das auch zeigen. Vor Altenbeken haben wir 80 oder 90 km/h, die wir zu fahren haben, bevor wir dann in den Bahnhof reinfahren. Also haben wir eine, denke ich mal, geringe Bremskurve. Da haben wir es tatsächlich beinahe geschafft. Mal gern wissen, wie lange das Video ist. Also auf jeden Fall, ja, doch schon 50 Minuten müsste es schon sein. Ich merke auch, wie meine Oberschenkel schon wund werden vom langen Sitzen. Aber jo, schon 21:03 Uhr. Ach du heilige Scheiße. Ja, auf jeden Fall über eine Stunde auf jeden schon. War ja jetzt auch eine lange Fahrt auf jeden Fall. Trotz, dass wir nur einen Zwischenhalt hatten und ab und zu mal auch ausweichen mussten, so auf ja 70 und 20 km/h ging das eigentlich. Und ich bin froh, wenn ich endlich mal auf Toilette darf. Auf Null, Stellung und gib ihm. Wir haben es gleich geschafft. 116. 5 Kilometer noch.
Also vor Eintritt in den Bahnhof gibt es eine 90er-Stelle. Das heißt, wir müssen bald abbremsen. Ich sehe hier, sind bei 114 und bei 112 ist die Engstelle. Also das heißt, in den nächsten Momenten kommt unser Zwang auf 90 km/h runterzugehen. Und dann sind wir auch gleich am Bahnhof. Oder 80, was das da ist. 114. Moin. Ganz schön viel los hier. Stornia. 113. Jetzt müssten wir aber langsam mal. Ich bremse einfach schon mal ab. Altenbeken. Jupp. Abbremsen. Noch weiter runter. Haben wir aber gerade noch so auf 60 runter geschafft. Ansonsten wäre uns der Magnet angesprungen. So, Gas schon mal wegnehmen. Uiuiui. Schreck mich jedes Mal. Ja, damit haben wir unser Ziel erreicht. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Damit bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuschauen, für die Interesse. Und dann, sobald die Türen sich öffnen, verabschiede ich mich in dieser Runde. Lassen den Zug jetzt ausrollen mit dem Abbremsen. Oh. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ohne die Türen öffnen zu müssen, wurde ich einfach rausgeworfen aus dem aus dem Spiel. Also hier steht jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe die Pfeife zweimal nicht betätigt. Aha. Okay. Viermal schlechter Fahrstil. Okay. Gut, gehe ich mit. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleibt gesund.